Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 2. Wie ab jetzt immer mit dem lieben Piken LP. Hallihallo. Hallihallöchen. So, ich bin hier gerade dabei. Das hier habe ich ein bisschen offline gemacht, nur dass es leichter ist. Man tut hier die Erze rein, die man schmelzen möchte, die werden hier automatisch eingefüllt. Man muss dann nur einen Rechtsklick machen und dann werden die ausgefüllt, auch rausgezogen und in diese Kiste gepackt. Und jetzt haltet euch fest, ich habe diese Dings hier jetzt 1,5 Tage durchlaufen lassen, diese Maschine. Und das war das komplette Ergebnis. Wir haben halt 8,5 Stacks Eisen da drinne. Und das ist echt krass. Das Problem ist, wir haben keinen Redstone. Und ein Redstone fehlt es gerade. Und genau darum siebe ich gerade hier Dust durch. Ich habe gerade voll die Rückkopplung. Lass das. Es tut mir leid, aber ich musste kurz mein Fenster schließen sonst. Nein. Man bekommt Redstone aus dem Dust raus. Und darum werde ich heute A. mehr Lava Generators bauen, denn die hier sind, naja, nicht so toll. Außerdem gucken, ob ich die Speed Upgrades von Ex-Astris finde und craften kann. Und noch ein paar Automatic Cameras dazu bauen. Und ich würde sagen, ich beginne gleich mal. Man braucht auf jeden Fall Gold und Eisen. Das heißt, ich nehme hier ein bisschen mit. Ich denke mal, von diesen zwei Sachen brauche ich was. Beginnen wir hier mal mit den Lava Generatoren. Cobblestone. Nehme ich mir einen Stack. Falsche Kiste. So, und, ach ja. Sag du mal schnell, was du heute machst in der Folge. Heute werde ich eine ultimative Farm bauen. Ja, denn wir haben immer wieder Essensprobleme. Ja. Und das und ist echt mies. Schon Kartoffeln und Möhren. Ich würde lieber in Weizen investieren. Haben wir sie? Ja, okay. Hab. Ja, okay. So, das Problem an den Lava Generatoren ist das Redstone. Okay. Also, es sind halt auch keine Lava Generatoren, sondern. Hammerer. Dark Steel. Okay, das war es mit dem Dark Steel. Dark Steel haben wir auch nicht mehr viel. Wie stellt man Dark Steel denn her? Dark Steel Blocks. Okay, einschmelzen von Dark Steel Sachen. Hä? Wie kann man Dark Steel denn herstellen? Ja, gut. Aha. Also im Alloy Smelter gibt es etliche Möglichkeiten. Wir haben aber keinen Alloy Smelter. Wie können wir uns jetzt Dark Steel herstellen? Oder warte, mal gucken, wie viel so ein Alloy-Smelter kostet. Alloy-Smelter, Machine Case. Hey, der geht eigentlich voll. Okay, ich würde sagen, dann craften wir uns den Alloy-Smelter. In der Kiste hier oben sollten noch Gitter sein, genau. Also brauchen wir dann erstmal wieder so ein Basic Machine Case. Und dazu brauchen wir erstmal das Ding. Dafür brauchen wir 2 Redstone. Mann! Aber vielleicht ist jetzt hier schon was drin. Nee, nur ein Redstone. Mann! Das ist jetzt echt mies. Okay. Gucken wir mal nach den Speed-Upgrades. Speed-Upgrade von Ex-Astris. Diese hier, genau. Da brauchen wir Dark Steel zu. Okay, also es scheitert gerade alles am Redstone und am Dark Steel. Komm schon, da muss doch jetzt noch irgendwo was rauskommen. Sand zu Dust. Der Dust kommt hier rein, wird durchgesiebt und es kommt kein Redstone raus. Mann. Was könnte ich denn stattdessen machen? Weiß ich nicht. Es fehlt halt gerade überall Redstone. Komm schon, ein Redstone. Hast du zufällig noch ein Redstone? Hallo, bin ich jetzt alleine? Achso, nee, ich hab keine. Ich bin gerade dabei, noch die Monster ein bisschen zu erweitern. Okay. Ah ja, das will ich auch mal zeigen. Vielleicht ist dann in der Zwischenzeit was da. Die Monsterfarm haben wir, beziehungsweise er und ich mit, so ein bisschen erweitert. Sodass sie. Ah, Lootback.
sodass die Monsterfarm jetzt hier unten aus Obsidian ist, weil die immer wieder explodiert ist. Miniaturherz, Zertusquarz, Dark Steel, Eimer. Kriegen sie doch alles so ein bisschen. Zertusquarz, das, Zertusquarz, das braucht man jetzt nicht so dringend. Diese Dark Steel Boots, ich würde die so gerne in das Meltery einschmelzen lassen können. Aber es geht nicht. Oder? Kann ich? Das? Nee, funktioniert nicht. Ist inzwischen Redstone da? Ja, es ist noch ein zweites Redstone da. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns an den Hammer. Obwohl, nee, den Alloy-Smelter. Alloy-Smelter? So. Das da und dieses Dings. Also, wir brauchen noch Copper und Gold-Nuggets. Ein Copper-Ingot sollte hier drinne sein. Ja. Sind sogar sehr viele Copper-Ingots drinne. Aber das mit der Essfarm, mit dem Weizen, das wird so nötig sein. So. Okay, Alloy Smelter, so. Jetzt ist das Rezept schon wieder raus. Super. Ja, genau. Gold Nuggets. 1, 2, 3, 4. Dann 2 Redstone. Und ein Copper. Damit haben wir dieses hübsche Dings da, Teil. Dann so. Rein. Ach Manu, warum kannst du das nicht einfach so automatisch reinlegen? Sehr schön. Maschinencase. Und jetzt brauchen wir noch einen Kessel. Der ist auch easy gemacht. Und Öfen. Öfen und Eisen. 3 Öfen, 4 Eisen und den Maschinencase. Und dann ist der Alloy Smelter fertig. Lol, das ging irgendwie voll easy. Wie bekommt er jetzt Energie? Bekommt er so Energie? Nee, aber der wird halt jetzt befüllt. Ja, warte mal, braucht der Energie? Ja, oder? Ja, braucht er. Ich habe jetzt hier natürlich Sand rausgenommen, der da eigentlich durchgesiebt werden sollte. Okay. Das kann raus und ist hier wieder Redstone da. Oh, wir haben 3 Redstone wieder bekommen. Das heißt, wir können hier gleich noch einen Lava Generator bauen. Ah, das geht doch. Lass ich das nochmal einen Tag so laufen und dann läuft das. Lava Generator. Ich werde es irgendwann mal übersichtlicher machen müssen. So richtig schön bauen. Ach ja, genau. Was? In den Kommentaren wurde sich gewünscht, dass ich mal ein Fragenbeantwortungsvideo mache. Und das finde ich eine gute Idee. Also werde ich hier dann irgendwann mal so einen Zeitraffer aufnehmen, wo ich irgendwie die Plattform erweitere, um die Energiezufuhr übersichtlicher zu machen oder sowas. Und das dann hochladen und dann dazu die Fragen beantworte. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr mir gerne mal stellen würdet, dann könnt ihr die jetzt in die Kommentare schreiben. Ich lese mir die durch, lasse dann noch so ein bisschen Zeit und dann, ja. Produziert der? Nicht? Produzieren wir nicht genügend Lava? Ich glaube, wir brauchen noch mehr von den, Transfer. Notes Liquid. Enderperle, Lapis, Eisen und Eimer. Okay, das sollte machbar sein. Enderperle habe ich im Inventar. Eimer, Eisen, Lapis und noch eins von diesen Dingen. Wie macht man die nochmal? Lol, was ist denn das? Ja, ich mache mir einfach welche davon. Oder? Lol, hä? Hier. Ach ja, ein Redstone und... Wir brauchen also Glas. Habe ich hier nicht noch irgendwo Glas? Nicht? Oh, hier sind noch 3 Dark Steel. Ja, GG, dann bauen wir uns erstmal noch einen Automatic Camera. Camera. Hier. Brauche ich noch einen Piston? Also brauche ich hier Holz.
Dann Cobblestone habe ich natürlich wieder nicht. Manu. Du bist schon wieder so still. Was ist los? Ja, ich lausche dir. Und ein Redstone. Falsch rum. Ein Piston. Dann brauche ich wieder ein Amboss. Nein, nein. Doch. Okay. Jetzt bin ich in das Loch gefallen, wo die Monster reinfallen. Oh, gutes Blink. So, und dann haben wir noch einen weiteren Automatic Hammer. Und den würde ich sagen, stelle ich jetzt einfach mal nach hier, sodass die Sachen, das Zeug erst von dem Automatic Hammer, also dass es praktisch zweimal durchgehämmert wird. Und dazu brauche ich jetzt noch Lava Generator. Und dafür brauche ich Redstone, was gerade nicht da ist. Mano, immer dieses Redstone. Was kann ich denn noch machen? Alloy Smelter, Fluid Teile wollte ich ja machen. Und dafür brauche ich jetzt noch einen Redstone. Ach ja, und Sand. Also, hier, Hammerer. Hammer nehmen und dann einfach mal ein bisschen Sand herstellen. Oder irgendwie hat mein Weinmeiner gerade nicht funktioniert. Rein damit. Oh, hier ist noch ein bisschen Fleisch. Und irgendwo müsste auch noch Cleanstone sein. Ein kleines bisschen was. Irgendwo, ja, da. Das reicht auch. Cleanstone. Hä, warte, war da Glas? Da waren schon zwei Glas. Cool. Nein, es brennt. Das muss ich unbedingt mal noch fixen. Die Lava dort unten muss weg. Da haben wir das Redstone. GG. Transfer. No. Liquid. Enderperle. Lapis. Gut. Hier das Glas nehme ich mir auch. Und vielleicht nehme ich mir mal noch ein bisschen Lapis. Das wäre auch ganz praktisch. Gerade wenn man Lapis braucht. Okay. Das da, das da. Das ja, da. Der Monster Farm ist jetzt fertig. Fertig, cool. Fertig klingt gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt effektiver ist oder schlechter geworden ist. Tja, naja, du hast sie gebaut, also was soll es schon anders werden als super viel besser, wollte ich sagen. Aber du hast es nicht gesagt. Okay. So, ich brauche noch ein bisschen was an Lapis. So einen Stack. Der dann hier hinkommt. Und dann haben wir erstmal wieder ein paar, ja, 12 Stück. Das sind ein paar, hoffentlich. Warte, dann kann ich mir noch ein paar Threads. Echt cool. Dankeschön. Ich weiß immer nie, wenn du sowas sagst, ob du es ernst meinst oder ironisch. Bei dir weiß man das immer nicht so richtig. Ja, es war ernst meint. Okay, dann freut mich das. Ich habe nämlich eine Katze auf dem Kopf. Ja, so eine ganz kleine. So. Transfer-Dings habe ich. Das Transfer-Zeug habe ich auch. E-Slabs, genau. Dann ein Redstone. Glas, 8 Transfer Pipes. Und jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen Lava rausziehen. Ich platziere die hier einfach schon mal so provisorisch dran. 4, 5, 6, 7. Wenn du willst, dann kannst du schon mal ein paar von den Crucibles bauen. Also gib mal einen da so Crucible und dann solltest du da welche finden. Und jetzt können wir die Dark Steel Boots nehmen und die Dark Steel Boots verarbeiten zu Dark Steel. Also alle Dark Steel Sachen nehme ich mir jetzt. Was ist los? Also ich will jetzt erstmal den Lockdown fertig machen, denn mir ist aufgefallen, dass
doch nicht auf Wasserstrom können, bedauerlicherweise. Ja, können sie auch nicht. Ja, okay. Ich dachte, weil sie können ja auf Hardship spawnen, deswegen dachte ich, sie können auch auf Wasser spawnen. Ja, der Witz ist, dass sie es in Modpack wirklich können, auf Half-Slap spawnen. Ständig spawnen da irgendwelche auf Half-Slaps. Okay, dann mache ich jetzt hier die Crucibles schon mal. Und dann ist hier einfach zu Ende. Das heißt, ich brauche wieder Dust. Das heißt, ich brauche wieder... ganz viel Ach, Sand. Das ist ein Tintenfisch gespawnt. was mache ich da jetzt wieder für einen Schrott? Und jetzt habe ich den Dust. Jetzt. Warte mal, kommt da eigentlich auch Dings raus? Nee, okay. Dust, das heißt den Dust hier schön verarbeiten zu Clay. Oh, was ist mit der Plattform hier passiert? Das sieht gefährlich aus. Wo sind die Diamanten? In der Erzkiste. Ich glaube, Steine reicht auch. So, abbauen. Ich wollte oben jetzt einfach mal alles aufs Cobblestone, oder? Jo, kannst du machen. So. Und noch so ein. Und das war dann auch das Letzte, was ich diese Folge tun werde. Wir haben wieder viel, viel geschafft. Mit viel, viel meine ich sehr viel, viel. Wir haben... Warte, kann ich euch gleich zeigen. Erst noch schnell das hier bauen. Und jetzt den Crucible craften. So, 5 Stück. Naja, reicht nicht ganz. In den Ofen damit. Wir haben einen Alloy Smelter gecraftet. Einen dritten Lava Generator. Dark Steel. Einen dritten Lava Generator. Mehrere Transfer Pipes. Und jetzt ist noch. Lol, warum kann ich es nicht öffnen? Ich glaube, bei mir laggt es gerade extrem. Ja, extrem. Kann sein. Nee, ist so. Ich kann die Kiste nicht mehr öffnen und so. Oder? Woran liegt das, dass ich die Kiste nicht mehr öffnen kann? Hä? Ich kann überall Rechtsklick machen, außer auf diesen Bereich hier mit der Kiste. Und auf diese Kiste. Ja, ich glaube, ich mache mal Reconnect. Okay, reconnected. Mal gucken, wie das jetzt geht. Ah ja, jetzt kann ich wieder öffnen. Okay. Nein, es sind wieder Tri-Redstone dazu gekommen. Das ist gut. Wir haben auch schon wieder 8 Dust. Mit Dust. Ich siebe Dust durch. Und ich werde dann das Ganze automatisieren lassen, dass wir erstmal ein bisschen Redstone bekommen, so 2 Stacks. Und danach kann ich wieder Gravel durchsieben lassen für Erze. Aber vielleicht mache ich beides. Oh, ich sehe hier gerade, hier ist noch Clay. Aber wohl, egal, ich nehme erstmal die Crucibles und platziere sie nach dort drüben, sodass wir zumindest erstmal mehr Energie produzieren. 1, 2, 3, 4, 5 Cobblestones weg. 1, 2, 3, 4, 5 Crucibles dafür hin. Der produziert voll Energie. Okay, da wird die Energie gleich rausgezogen. Und das war's dann auch für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.